Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.12.2016 auf der Staatsstraße 2213. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Wemding fuhr von Fessenheim in Richtung Wemding. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte er auf der langen Geraden einen vor ihm fahrenden 44-jährigen Autofahrer aus Nördlingen. Beim Wiedereinscheren verlor der junge Fahrer dann die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Er kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte nahezu frontal mit dem Auto einer 28-jährigen Fahrerin aus Ellwangen. Der zuvor überholte Pkw stieß abschließend noch gegen das Heck des verunfallten Unfallverursachers. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, seine 21-jährige Beifahrerin sowie die entgegenkommende 28-jährige Fahrerin lebensgefährlich verletzt. Die beiden Geschädigten aus dem Wemdinger Pkw kamen mit Polizeihubschraubern in Krankenhäuser nach Erlangen und Augsburg. Die Frau aus Ellwangen wurde in das Krankenhaus nach Aalen gebracht. Nach Auskunft von Angehörigen ist sie zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.